Da war ich eben doch noch ein bisschen zu optimistisch, was unser Zeitbudget anbelangt. Aber wir haben ein paar Minuten heute Abend an die Kanzlerin abgegeben. Insofern reicht es jetzt zum Talken nicht mehr. Vielen Dank an Katharina Witt und an Karl Lauterbach für die Begleitung durch den heutigen Abend. Das RTL-Nachtjournal heute, wie der gesamte Abend, ein bisschen zeitverzögert. Wir machen erstmal hier weiter mit Schlagzeilen, die uns vor 6 Wochen erreichten. Da hieß es, dass ein zu lebenslanger Haft verurteilter Serienmörder aus seiner deutschen Gefängniszelle an die französische Atlantikküste gebracht wurde. Und da vermuten Sie ganz richtig, von Hafturlaub kann man da nicht gerade sprechen. Der Mann muss sich jetzt nämlich auch vor einem französischen Gericht verantworten, wegen Entführung und wegen Mordes. Wir haben tatsächlich aufgehorcht bei diesen Schlagzeilen Ende Januar, denn die Geschichte dieses Mannes, dieses sogenannten Maskenmannes, die hatte uns auch bei Stern TV über viele, viele Jahre begleitet. Und jetzt ist sie auch Thema einer 3-teiligen Stern-Crime-Dokumentation auf TV Now. Julia Schneider erzählt davon. Mit diesem Phantombild suchte die Polizei jahrelang nach einem Kindermörder, dem Maskenmann. Wir wissen von 3 Mordfällen und mindestens 40 Missbrauchsfällen. Wie viele es wirklich waren, werden wir vermutlich nie erfahren. Er entführte die Kinder aus dem Internat, aus Schullandheimen. Selbst in Privathäuser brach er ein. Ich habe versucht zu schreien. Das ging nicht. 19 Jahre Ermittlungsarbeit, bis man den Täter endlich fasste. Und dann erhebt er seinen Blick, schaut mich an und sagt, ja, ich bin der schwarze Mann. Eine neue Stern-Crime-Doku rollt den Fall wieder auf. Wie schnappte die Polizei den Maskenmann? Stefan Jahr, das erste Opfer, Anfang der 90er Jahre. Ein knappes Jahr nach diesen Videoaufnahmen ist der Junge tot, ermordet vom Maskenmann. Schon der Mordfall an Stefan zeigte Anzeichen, die nicht gut waren. Also eine Tatplanung, ein strukturiertes Vorgehen, eine intensive Leichenbeseitigung. Das ehemalige Internatsgebäude der Eichenschule in Schesel nahe Bremen. Ende März 1992 verschwindet der 13-jährige Stefan mitten in der Nacht aus seinem Zimmer. Den Schlafanzug des Jungen findet man am nächsten Morgen im Aufenthaltsraum. Das Kind ist weg. Martin Erftenbeck ist damals der zuständige Ermittler. Zunächst vermutet die Polizei, Stefan sei weggelaufen. Alle waren intensiv befragt worden und es gab überhaupt keinen Fingerzeig, wohin Stefan gelaufen sein könnte. 5 Wochen nach Stefans Verschwinden, die traurige Gewissheit. Spaziergänger finden die Leiche des Kindes in einem Naturschutzgebiet, halbnackt vergraben im Sand einer Düne. Der Junge starb durch Ersticken und Erwürgen. Fallanalytiker Alexander Horn wird Jahre später zum Fall hinzugezogen. Der Kriminologe hat den Mord analysiert. Das Opfer wird vergraben. Das heißt, der Täter macht sich Gedanken, ich will nicht, dass die Leiche gefunden wird. Planerische Komponente dabei. Wir haben es mit einem 13-jährigen Jungen zu tun. Der hat eine Größe, der hat ein Gewicht. Ich muss ihn dorthin tragen, ich muss ihn transportieren. Das ist mühsam, das ist aufwendig. Das heißt, wir haben es mit jemandem zu tun, der einen Plan hat, der sich Zeit nimmt und der das mit hohem Umsetzungswillen und hoher Spurenbewusstsein im Endeffekt macht. Stefans Tod erschüttert seine Familie bis in die Grundfesten. Man hat immer die Hoffnung gehabt, er kann jeden Moment wieder auftauchen irgendwo und auf der anderen Seite das Schlimmste befürchtet. Und nun sind die Befürchtungen dann plötzlich wahr gewesen. Auch Stefans damals 5-jähriger Bruder Oliver steht unter Schock, versteht nicht, was passiert ist. Es war tatsächlich so, dass meine Mutter zu mir ins Zimmer gekommen ist und gesagt hat, ich muss dir eine sehr traurige Nachricht mitteilen. Stefan ist tot. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, nein, das kann nicht angehen. Du lügst. Stefan ist nicht tot. Das war meine erste Reaktion damals. Am Tatort gibt es kaum Spuren. Die Polizei befragt Stefans Umfeld im Internat. Erfolglos. Ulrich Jahr sucht selbst jahrelang verbissen nach dem Mörder seines Kindes, gerät immer wieder in Konflikt mit der Polizei. Er engagiert Privatdetektive und steckt viel Geld in eigene Ermittlungen. Er ist auch mehrfach zu Gast bei Stern TV. Der Zustand, nicht zu wissen, was eigentlich passiert ist, wer der Täter ist, das ist eigentlich unerträglich. In den 90er Jahren kommt es in Norddeutschland zu zahlreichen Missbrauchsfällen. Der Täter bricht immer wieder in Schullandheime ein und selbst in Privathäuser.
In dunkler Kleidung und mit einer Sturmhaube maskiert, schleicht der Mann an die Betten von kleinen Jungen, fasst sie an, missbraucht sie. Der Täter ist auch der Mörder von Stefan Jahr, aber das weiß die Polizei damals noch nicht. Zu seinen Opfern zählt im Herbst 1995 auch der damals 10-jährige Martin Wichmann. Ich bin nachts wach geworden, weil einer mir in der Hose gefasst hat und an mir rumgespielt hat. Ich habe versucht zu schreien, das ging nicht. Und ich habe immer nur einen Satz gehört von ihm. Du brauchst keine Angst haben, ich tu dir nichts. Und das immer und immer wieder. Der Junge schläft in der Nacht zusammen im Bett mit seiner Schwester. Diese wird wach, sieht einen Schatten und schreit. Daraufhin ist derjenige aufgesprungen und weggerannt. Meine Mutter hatte ihr Schlafzimmer direkt neben meinem Kinderzimmer. Die ist da durch diesen Schrei natürlich wach geworden, hat die Tür aufgerissen und hat gesehen, wie ein Schatten die Treppe runtergerannt ist. Am nächsten Tag kam dann die Polizei, es wurde alles aufgenommen. Ich habe gesagt, ich kannte diese Stimme. Irgendwer kenne ich diese Stimme, aber ich konnte es nicht zuordnen. Der damals 10-Jährige wird nach dem Missbrauch auffällig, fühlt sich zu Hause nicht mehr sicher. Ich bin handgreiflich gegenüber meinen Geschwistern geworden, gegenüber meiner Mutter, weil ich mir irgendwie selber daran die Schuld damals gegeben habe. Das ist so weit mit diesen Aggressionen gekommen, dass ich dann stationär für 7,5 Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Bremen-Ost war. Da wurde mir dann erst geholfen, weil ich dort gelernt habe, dass ich einfach nur ein Zufallsopfer war. Der Täter sucht sich allerdings häufig seine Opfer ganz genau aus. Die Entscheidung des Täters, in Wohnhäuser einzusteigen, ist natürlich eine Steigerung. Denn bei Schullandheimen müssen Sie immer damit rechnen, da ist irgendwo ein Fenster auf, da ist eine Tür auf, die er nutzen kann. In Einfamilienhäusern ist das normalerweise nicht der Fall. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch noch einen ganz anderen Kick gibt, wenn ich das Kind im eigenen Zimmer missbrauche, wo nebenan tatsächlich die Eltern schlafen. 1995 mordet der Maskenmann ein zweites Mal. Der 8-jährige Dennis R. verschwindet aus dem Zeltlager Selkanoa in der Nähe der dänischen Grenze. 2 Wochen später wird seine Leiche in Dänemark gefunden, wie Stefan Jahr im Sand einer Düne vergraben. Die Ähnlichkeiten der beiden Mordfälle bestanden in der Opferauswahl. Dann die Art der Tötung des Jungen, also ein Ersticken und Erwürgen in der Kombination. Und sie waren eben eigentlich über Nacht in einem geschützten Bereich und der eine eben im Internat in seinem Schlafraum und der andere in einem Gruppenzelt in einem Ferienzeltlager. Zuständig ist jedoch eine andere Polizeidienststelle als in Stefans Fall. Noch geht man nicht von einem Serientäter aus. Erst als 2001 ein weiterer Mord passiert, diesmal am 9-jährigen Dennis K. Dennis K. verschwindet aus einem Schullandheim. 2 Wochen später findet man das Kind tot, abgelegt in einem Waldstück. Es wird eine Sonderkommission gegründet. Fallanalytiker Alexander Horn wird zum Fall hinzugezogen. Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild des Täters. Eltern haben mit ihren Kindern über diese Ereignisse gesprochen. Auf der anderen Seite Lehrer haben sich gemeldet, die mitteilten, in meiner Klasse kam auch ein Kind zu mir und hat mir das berichtet. Oder wir haben auch ermittelt in den Schullandheimen. Und so verdichtete sich ein Bild, dass wir einen Täter hatten, der in diesen Schullandheimen ein- und ausging und im großen Stil dort Kinder missbrauchte. Die Ermittler bekommen ein immer besseres Bild vom Täter. Eine Besonderheit, die wir im Täterverhalten erkennen konnten, war seine Fähigkeit, auf die Kinder beruhigend einzuwirken. Denn was ja sehr interessant ist, es kam in keinem uns bekannten Fall dazu, dass das Kind geschrien hätte. Wir schlossen daraus, dass es gut denkbar wäre, dass er auch in einer beruflichen Tätigkeit tatsächlich mit Kindern arbeitet, einen Zugang zu dieser Welt der Kinder haben könnte und es trotzdem schafft, in dieser außergewöhnlichsten Situation, die man sich vorstellen kann, sehr schnell die Kontrolle über diese Kinder zu bekommen. Immer wieder wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Fallanalytiker Alexander Horn erhofft sich weitere Hinweise auf den Täter. Aufgrund der Intelligenz und der sozialen Anpassung ist dieser Mensch in der Lage, ein nach außen hin normales Leben zu führen. Dabei kann es auch sein, dass der Täter verheiratet ist oder vielleicht sogar selber Kinder hat. Die Polizei geht über 8000 Hinweisen nach, ohne dass es dabei zu einem Durchbruch kommt. Es vergehen weitere Jahre. 2011 liefert Martin Wichmann, der selbst missbraucht wurde, den entscheidenden Hinweis. Er erinnert sich an einen Betreuer seiner Ferienfreizeit.
Und auf einmal hatte ich das im Kopf. Ich hatte im Kopf gehabt mit dem Betreuer damals auf der Ferienfreizeit 95, kurz bevor mir das passiert ist, dass es da einen Betreuer gab, dass ich den unser Haus aufmalen sollte, wie so ein Grundriss. Mir ist eingefallen, wie er grob aussah. Und Martin Wichmann erinnert sich an den Namen des Betreuers. Ich konnte halt immer sagen, zu 100% bin ich mir nicht sicher, aber zu 80% hieß der Martin. Der Name bringt den Durchbruch im Fall des Maskenmannes. Martin N., ein Jugendbetreuer und Sozialpädagoge. Ihm wurde schon Missbrauch in zwei minderschweren Fällen vorgeworfen. Damals bekam er eine Geldstrafe. Die Polizei findet in seiner Wohnung dunkle Kleidung und die Sturmhaube. Auf seinem Computer belastendes Material. Martin N. wird als Tatverdächtiger festgenommen. Er zeigte dann schon heftige körperliche Reaktionen in Form von Schütteln, Würgen, nach Luftschnappen und Schweißausbrüchen in einer Heftigkeit, wie ich sie vorher noch bei keinem Beschuldigten erlebt hatte. Martin N.'s Fassade bricht zusammen. Dann erhebt er seinen Blick, schaut mich an und sagt, ja, ich bin der schwarze Mann. Die Mordserie scheint gelöst, nach fast zwei Jahrzehnten. In Stade wird Martin N. 2012 der Prozess gemacht. Für die Eltern des ersten Opfers, Petra und Ulrich Jahr, das Ende einer langen Leidenszeit. Was ist das für ein Mensch? Der sitzt die ganze Zeit ungerührt da, der verzieht nicht eine Miene, er guckt nur immer runter. Und keine Regung und kein gar nichts. Etwas anderes als Ekel vor diesen Menschen kann ich nicht empfinden. Martin N. wird wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs zu lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Ulrich Jahr stirbt nur eine Woche nach der Urteilsverkündung an einem Herzinfarkt. Es muss irgendwas von ihm abgefallen sein, was ihn bis dahin hat leben lassen und was dann quasi dazu geführt hat, dass vielleicht sein Herz plötzlich aufgegeben hat, dass es irgendeine Motivation im Leben verloren hat. Doch der Fall des Maskenmannes ist noch nicht abgeschlossen. Martin N. wurde vor wenigen Wochen von Deutschland an Frankreich ausgeliefert. Denn dort hat er möglicherweise einen weiteren Mord begangen. Im April 2004 verschwand der 11-jährige Jonathan aus einem Schullandheim an der Westküste Frankreichs. Die Leiche wurde wenig später in einem Teich gefunden. Die Umstände des Verbrechens weisen große Parallelen zu den deutschen Fällen auf. Die Gemeinsamkeit, die sich zeigt, ist wieder, wir haben etwas Planerisches, wir haben eine gezielte Auswahl dieses Schullandheims. Das Kind wird rausgenommen, wird entführt, es kommt zu einer Ortsverlagerung, es kommt zu einer Tötung, die wieder sehr ähnlich abläuft und auch wieder die konsequente Leichenbeseitigung. Gegenüber einem Häftling soll Martin N. mit dem Mord geprahlt haben, gab offenbar Täterwissen preis. Er gilt als dringend tatverdächtig. Ja, eine weitere Verurteilung in Frankreich würde jetzt sicherlich an der Perspektive des lebenslänglich Verurteilten wenig ändern. Aber auch in Frankreich gibt es natürlich Angehörige eines Opfers, die jetzt Gewissheit bekommen könnten, wer ihnen den Jungen genommen hat. Und das ist ja, glaube ich, für Angehörige eine wichtige Gewissheit, oder Oliver? Ja, können Sie das beschreiben, wie wichtig das ist, dass eine Familie dann irgendwann auch um den Tathergang und den Täter Bescheid weiß? Also die Gewissheit ist natürlich das, worauf man die ganze Zeit wartet. Ich führe das jetzt mal am Beispiel meiner Eltern aus. Für die gab es zwei große ungewisse Zeiten. Das eine war natürlich die Zeit, in der Stefan verschwunden war, die fünf langen Wochen, die sie quälend durchmachen mussten, bis sie Gewissheit hatten, was passiert ist. Und danach diese unglaublich langen 19 Jahre, bis man dann erfahren hat, wer überhaupt dafür verantwortlich ist. Und dann, es ist wirklich eine ganz bittere Ironie des Schicksals, verstarb ihr Vater eine Woche nach Urteilsverkündung an dem Herzinfarkt. Und sie sagten gerade, es war im Grunde, als hätte er eine Motivation im Leben verloren. Das hieß ja im Grunde, dass es eigentlich zwei Opfer dieses Mordes gab, wenn man das mal konsequent weiterdenkt. Ja, wir haben damals auch innerhalb der Familie gesagt, mein Vater war im Grunde das letzte Opfer des Maskenmannes, weil er sein ganzes Leben lang, seit der Mord an meinem Bruder passiert ist, wirklich besessen war, den Täter zu finden. Das war seine gesamte Motivation. Ich vermute, er litt auch einfach an einem posttraumatischen Stresssyndrom, das nie diagnostiziert und auch nie behandelt wurde, das ihn da angetrieben hat. Weshalb er wirklich stur sich auf diesen Fall fokussiert hat. Er war immer von irgendwelchen neuen Ideen, neuen Indizien, die er verfolgt hat, getrieben.
das hat im Grunde viel von seinem Leben bestimmt. Ich habe ihn ja kennengelernt, er war wirklich eingenommen von dem Fall und war ein großer Experte in allen Details dieses Falls auch. Und Sie, Herr Wichmann, waren derjenige, der den entscheidenden Hinweis gegeben hat, der dann zur Ergreifung des Maskenmannes führte. Der Täter hatte, und das fiel Ihnen dann wie Schuppen von den Haaren, er hatte Sie ja auch aufgesucht in Ihrem ureigensten Schutzraum und hatte eben zeitig vorher auch nach Details des Hauses gefragt. Das fiel Ihnen alles wieder ein. Wie schwer wiegen für Sie die Folgen noch heute, die ja erstmal, wie wir gelernt haben, enorm waren? Sie mussten sogar in die Jugendpsychiatrie gehen. Also heute sind die Folgen gar nicht mehr da. Es ist eigentlich verarbeitet. Klar denkt man dran, es wird immer ein Teil meines Lebens sein, aber es belastet mich nicht mehr. Klar, damals war es schwierig, weil als Zehnjähriger wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Mhm. Wie soll ich das verarbeiten? Was ist da überhaupt richtig passiert? Mhm. Und dann kam das leider eins zum anderen zustande mit dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass man mir erst beibringen musste, dass ich daran gar keine Schuld habe. Sie haben mir vorhin erzählt, wichtig für die Verarbeitung war, dass Sie den Täter tatsächlich in Begleitung eines Journalisten auch noch mal im Gefängnis besucht haben. Warum war Ihnen das so wichtig? Ich hatte immer noch so ein paar Fragen im Kopf. Besonders, was wäre, wenn meine Schwester nicht da gewesen wäre? Was wäre passiert? Und er hat mir klipp und klar ins Gesicht gesagt, es hätte alles passieren können. Weil ich nicht das gemacht habe, was er wollte, wäre ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Und dadurch kann man sagen, dass meine Schwester mir in dem Sinne das Leben gerettet hat. Es war Ihre Erinnerung, die dann aber auch erst viele Jahre später zur Ergreifung des Täters führte. Sie haben auf einmal aus heiterem Himmel diese Erinnerung an diesen Jugendleiter gehabt, der nach den genauen Begebenheiten Ihres Hauses fragte. Woher kam diese Erinnerung nach so vielen Jahren? Ich habe zu Hause gesessen und habe PC gespielt. Und auf einmal hatte ich das im Kopf. Wodurch, weswegen, weiß ich nicht. Ob das ein kleiner Zufall beim PC-Spielen war, ob das irgendwas im Spiel war, ich weiß es nicht. Aber es war auf einmal da. Und dann habe ich der Soko Dennis eine E-Mail geschickt mit dem, was mir eingefallen ist. Wussten Sie, Herr Jahr, dass es im Grunde ein Junge Ihres Alters war, der den entscheidenden Hinweis gegeben hat? Nein, das wusste ich bis dahin nicht. Das habe ich erst vor Gericht dann erfahren, bei der Gerichtsverhandlung. Wie ist es für Sie heute, wenn Sie zurückblicken? Sie waren 5, als Ihr Bruder ermordet wurde. Haben Sie noch eine Vorstellung, eine Bindung zu ihm? Denn damals war die sehr eng, als Sie Kinder waren. Damals hatte ich in der Tat eine sehr enge Bindung zu ihm. Heute muss ich zu meinem Bedauern sagen, ist das leider alles nur noch aus Erzählungen, aus alten Videos, aus alten Fotos, weil nach so langer Zeit, es ist fast 30 Jahre inzwischen, verblasst leider die Erinnerung, die man als 5-Jähriger noch hatte. Und das ist sehr bedauerlich, aber lässt sich leider nicht aufhalten. Es wird auch an Ihren Bruder erinnert und an die anderen Opfer des Maskenmannes in dieser dreiteiligen Doku auf TV Now, Stern Crime, der Maskenmann, kann man sich ab jetzt anschauen. Ich weiß, dass das für Sie und Ihre Familien eine schwere Geschichte ist. Danke Ihnen aber, dass Sie nach der langen Zeit noch mal zu uns gekommen sind, um davon zu berichten. Danke für die Offenheit, alles Gute Ihnen weiterhin. Und